vorgestellt. Alterior Adventures von Heatherglade Publishing, also der Publisher, und das Alterior Team ist der Developer. Ja, wir haben hier Musik eigentlich, die ich aber ausgestaltet habe, weil ich nicht weiß, das war leider nicht so viel zum Einstellen. Ich konnte zwischen drei Stufen Grafikeinstellungen machen, High, Middle and Low, und dann Musik an und aus, und ich konnte einen Server in Europa auswählen, der allerdings unreachable war, und wie ihr gerade seht, ist der jetzt hier gerade auch disconnected in America. Gut, Reconnect machen wir dann. Schöne Bilder hatten die da aber das Dingens war wohl, weil ich schon zu lange in dem Bildschirm war, dass es disconnected war. So, Enter Character Name ist As Reiter. Und wir sind Männlein, obwohl, ja, wir sind eigentlich Männlein, aber meistens sind die weiblichen Charakter doch sehr unterschiedlich, während die männlichen nicht so unterschiedlich sind. Aber Create, so wie ihr jetzt seht, finde ich den jetzt nicht so dolle, aber naja, wir können nichts auswählen. Ich glaube, man kann später den Charakter auch erstellen, bestimmt. Play. Ach so, okay, und dann Play. Gut, schicke Bilder, waren auch schon beim Laden vorhin da. Dieser Waldweg hier mit den Birken finde ich schon cool. Das habe ich eben nicht gesehen. Das ist die Welt wahrscheinlich, wo wir drinne spielen. Spiel ist auf Englisch und Russisch möglich. Wahrscheinlich wird es irgendwann bestimmt auch eine deutsche Version geben. Und wie wir sehen, sind wir jetzt gerade hier gespawnt. Und hinter uns ist auch noch einer, Orvus. Aber der hat schon eine Quest für uns. Okay, dann gehen wir doch mal zu dem hin. Press F to talk. Hey, welcome into Alterior Angelon. And Angelon. Okay. Ask. So many new faces, future heroes and adventures. It is truly inspiring. Ask more. Do not be afraid to ask questions. The more you learn about Alterior, the more change there are that you manage to survive. Okay, say goodbye. Also alles mache ich gerade hier mit der Tastatur, kann das wahrscheinlich aber auch hier mitmachen. If you ever have any questions, I shall await here. Okay. Ja, aber er hat immer noch ein Fragezeichen im Kopf. Was machen wir dann? Können wir da nochmal fragen? Gibt neue Möglichkeiten? Ah, da, First Encounter. Machen wir das nochmal. Salutation, my name is Maitre Orvus. If I had to guess, I would say that you are here to choose your calling. I sure am. Okay, you can obtain it by talking to the statues on this very square. Each statue represents one of the callings. Choose whichever you find more appealing. And if you ever change your mind, you can also use these statues to switch between callings at any time. Okay. Gut, dann haben wir das Ausrufezeichen geschafft. Das ist schon erledigt. Orvus hat jetzt nichts mehr für uns. Wir haben was erledigt. Gut, jetzt heißt es da hingehen und angucken, wie die aussehen, oder wie ist das? Press F to talk wieder. Das ist mehr so ein Kämpfer. Das sieht so nach Magier aus. Das kann ich jetzt nicht so wirklich deuten. Dicke, fette Fäuste, oder was ist das? Und das ist ein Feuerelement. Keine Ahnung. Ich würde jetzt so eigentlich hier diese Person. Asumona Stella steht da. Und hier oben ist es Fighter Stella. Jetzt sind wir da runtergefahren. Ach, hier war der Gateway Keeper. Okay, den können wir jetzt wahrscheinlich nicht. Wen haben wir da? Architekt und Demolisher. Okay, alles klar. Architekt finde ich natürlich ganz cool. Weiß nicht, was das bringt. Ne? Wir können ja mal mit ihm talken. Getting greetings. I'm here to help you by telling you about the calling of an architect. Do you wish to hear more? I'm ready now. I wish to learn about the other calling first. Nee, yep. There's no task that an architect can't handle. Those who are. Also, ihr könnt es auch selber lesen im Endeffekt, und ich flieg mal rüber. Und ihr könnt ja die Stopptaste drücken, wenn es denn zu schnell sein sollte.
Okay, das ist halt ein technischer Job, der dann auch im Kampf so angewendet wird. Okay, tell me about Architect Techniques. The Young Architects Man. Okay. Polymorph Magic to turn their very fists into fearsome weapons of pure stone. Okay. Dexterity and speed are extremely important. Und dann noch mehr Continue, okay. Ja, okay. Are you ready to accept the calling? Ja, ich nehme das einfach, weil wir sind. Oder wir gucken mal gerade ganz kurz hier rein, aber im Endeffekt, wir wollen ja was sehen von dem Spiel. Und wenn wir so natürlich die Zeit hier, ja, tell me more about this. The calling of a demolisher is for you. Also ich klick's mal durch, ihr könnt's anhalten, durchlesen, aber ich lese es jetzt nicht durch. Ich will auch den Architekten nehmen. Das ist jetzt das, was ich schon von vornherein sage. No, ich bin nicht ready, weil ich will die anderen ja auch noch euch zeigen gerade. F. Aha. Sehr interessant. Okay, dann kann man da seinen Brei kochen wahrscheinlich. Okay, das hat natürlich, Zauberei hat natürlich auch was, ne? Ist klar. Ne, jetzt holen wir uns noch den letzten da gerade rein. Und das ist der Kämpfer dann, ne? Fighter. Ja, Schwerter. Flammenschwerter und Paraden und sowas alles gibt's da und keine Ahnung, was das hier sein soll. No, I'm not. Ja, wir gehen Schritt weiter hier rüber und werden uns dieser Sache anschließen. Okay, jetzt werden wir zum Ritter geschlagen, so ungefähr. Kriegen unser Werkzeug in die Hand gedrückt. You got stick stuff. Okay, irgendwelche Quests kriegt man dann immer, wie wir da rechts sehen. Talk to Orbus. Ich bin nur, ach so, okay, das ist das Kreuz. Welcome to the diligent listener. I'm fine with the just basics. Ah, da könnt ihr lesen, wie die Welt so ist. Okay. Fertig. Talk to Stripe. So, Stripe. Hunter. Ja, toll. Prima. Toller Held. Jetzt müssen wir Hunter finden, der da oben wäre, bei dem Kompass da oben seht ihr, wo das Zeichen da ist. Das wird wahrscheinlich Stripe sein. Der ist 54 Meter in die Richtung. Und jetzt mache ich da das F und Hello. I have nothing to say. Say ja. See ya. Und was passiert jetzt? Ah, wir haben eine Reconnect. Wir sind leider verloren in der Welt. Und das ist schon mal schlecht. Ja. Rest in peace, oder was? Das fängt ja gut an, ne? Da kann man natürlich nicht so viel zeigen, wenn das so ist. Schöne Bilder, wie ihr im Hintergrund seht, die sehen wir wenigstens. Die wechseln ja regelmäßig. Don't forget, ja. Königskrone da. Ja, okay, jetzt ist ein Alpha, wie ihr da oben seht, und dann gibt es solche Probleme.
ich check das mal, gehe raus aus dem Spiel und wieder rein und wir schauen mal, ob es dann geht. Ich werde das hier mal rauscutten dann dazwischen. So, ich habe das Spiel neu gestartet. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier hinkriegen, weil so ganz fluppt das jetzt noch nicht so ganz. Ich hoffe, er fokussiert leider nicht mehr auf das Spiel, während ich da einmal ausgestiegen bin, um die Aufnahme zu starten. Das ist jetzt ein bisschen doof. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hinkriegen. Also zurzeit sehe ich jetzt nicht. Ah, jetzt hat er es wohl wieder in Fokus. Alles klar. Einmal die Tab-Taste drücken, dann kriegt man den Fokus wieder. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir hier irgendwie in das Gate da reinkommen. Gatekeeper. Ich habe keinen blassen Schimmer, was da gut oder schlecht ist für ihn hier. Oder... Letztes Mal konnte ich da doch diesen Fokus haben, oder? Ach, Tab. Funktioniert so, dass ich dann raus bin aus dem Spiel. Und dann geht WASD. Aber ich habe jetzt mein Fadenkreuz nicht mehr. Wie kriege ich das wieder? Oh, ich habe irgendwas gegessen oder so, indem ich eine Taste gedrückt habe. Ich habe gar kein Interface da. Das wäre jetzt schön, wenn ich das mal wieder kriege. Ah, irgendwie F1 ist ein Baumodus oder sowas? Keine Ahnung. Okay. Aber ich kann niemanden hier anklicken. Was ist da passiert jetzt? Man hat mich irgendwie gefesselt, wahrscheinlich, weil ich hier in der Stadt was Böses gemacht habe. Ja, das ist jetzt gerade nicht so easy going hier, ne? Dann wollen wir mal gucken, dass wir zu dem da hinkommen, der da leider jetzt auch nicht zu sehen ist. F. Gateway Queen. Qubit. Qubit, würde ich jetzt sagen. Okay, hier gibt es irgendwelche schicken Points, die man hier einsammeln kann. Keine Ahnung, wofür die gut sind. Ich nehme mal gerade alle mit. Weil so ein paar sind ja doch da. Und ja, wie kriege ich hier irgendwas mit der Tastatur hin, dass ich wieder... Jetzt kommt da einer und will mich verhauen. Der findet das ja besonders cool wahrscheinlich wieder gerade. Naja, toll. Oh, er trifft mich sogar. Er findet es super cool, andere einfach erstmal nur zu kaputt zu hauen. Naja, dann klopfen wir mal auch dem ein bisschen gerade auf die Schulter. Und jetzt ist er noch abgehauen, weil er Schiss hat. Keine Ahnung, warum ich jetzt hier wieder diese komischen Handschuhe anhab. Herbalist. Jetzt weiß ich nicht, warum das hier gerade passiert. Okay, irgendwie kann man auf diesen Wolken hüpfen. Sehr interessant. Und ja, das geht weiter. Und interessante Fort. Also interessante Reise ins Nichts. Und komme ich da rein oder sterbe ich? Ich sterbe. da unten ist aber noch die Welt, da kann ich ja da einfallen, oder? Nein, ich bin tot. Ja, ein Blick, cool, oder? Und jetzt kriegen wir vielleicht unseren Fokus gleich wieder. Jetzt haben wir ein bisschen gesehen, weil so ein netter Mensch da gleich um die Ecke kam und dann uns gleich gesagt hat, wir sind jetzt tot. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Jetzt passiert hier gerade nichts. Wir haben einen Mauszeiger wieder gekriegt. Escape? Nee.
Nee, alles passiert nix. Gestorben und nie wieder da. Sehr krass. Ich drücke mal hier ein paar Tasten und hoffe, dass irgendwas passiert, aber sieht alles gerade nicht so aus, dass das mir irgendwas bringt. Rechts. Nee. Das Spiel ist irgendwie noch nicht so ganz so reif zum Spielen. Ja, das bedeutet, wir machen das mal wieder aus und schauen dann. Errorbericht haben wir hier. Ne? Den könnt ihr ja auch gerade sehen. Der wird jetzt an die Entwickler geschickt, damit die das wieder besser machen. Ne? Kein Mensch weiß, wieso, weshalb und warum das so funktioniert. So, jetzt gucken wir mal. Dann seht ihr jetzt hier, so sieht das Spiel aus. High enabled. Ja, Europe 0 Player und USA 1 Player. Und der Ping ist natürlich hier super. Wir gehen jetzt mal auf Europe. Ich habe da vorhin auch schon mal probiert, aber das hat dann auch nicht so viel gebracht. Jetzt sehen wir wieder den Ladebildschirm. Da wir da niemanden haben, ist vielleicht auch ganz interessant, da gerade drauf zu gehen. Hier zählen gerade die Sachen ganz schnell hoch. Und dann können wir Play machen. Ich hatte eine Dame hier gemacht. Und dann drücken wir mal Play und gucken, ob es diesmal was funktioniert. Die Server sind total instabil. Ist jetzt nicht so berauschend, ne? Mal gucken, was sie diesmal macht, ne? Es sieht ein bisschen anders hier aus, glaube ich, oder? Obwohl im Großen und Ganzen ist es ähnlich. Jetzt habe ich auf jeden Fall mein Fadenkreuz wieder. Und gehe da mal hin, dass ich den Typen da jetzt kriege, den ich besuchen soll. Talk to Stripe. Und Stripe ist... Wo ist Stripe? Ah, da links ist Stripe. Das ist Stripe, okay. Dann mal einmal quatschen. I'm new here and I need a home to live. Get lost, home are issued only for established heroes. What did you say? King Velger sent you. Why didn't you tell me so? Nah, well, you didn't even let me say. Forget it. Okay, we can find a little island for you, life. However, there's one small problem. I've lost keys to the portal that leads to private islands. So happens with them. Times, so I've met a keychain with a bunch. Ah, jetzt sollen wir erstmal seinen Schlüsselbund finden, wahrscheinlich. Ja, wir haben keine Wahl. Okay, you have my word. Complete. Und find portal key to private territory. Ja, aber wo sollen wir das finden? Hier lang, okay. Ah. 39 Meter. Okay. Ne, da will ich ja gar nicht so hinspringen. Jetzt bin ich, glaube ich, schon wieder irgendwie kaputt gegangen. Kann ich in den Turm hoch? Wie geht denn der? Wie kann man hier hoch? Gute Frage, ne? Okay. Oh, ich habe ihn gesehen, aber mehr auch nicht. Okay. Wieder runtergefallen? Ja, wieder runtergefallen. So. Komme ich jetzt hier irgendwie hoch? Nee. Also da brauche ich gar nicht versuchen, da komme ich irgendwie nicht hin. Ah, es gibt einen Ausweg, einen Umweg. Gut, da haben wir den Portalschlüssel bekommen. War das schon alles, oder? Wir gehen erstmal zu ihm zurück und gucken, ob das alles war, was wir brauchen. Oder ob er noch mehr will. Well, did you find the key? Thank you, help me so much. Well, just a promise, none of these bad boys is here now. If you want to learn about building, I'll be glad to explain everything to you, okay?
Octogaster. Cherished Key, you got Level 1 Universal Tool. Okay, Compulsory Training Quest Received. Okay. Go to Portal, das ist also wahrscheinlich da, ne? Und dann kriege ich eine Privatinsel. Oder? Noch läuft's, ne? Okay, Landlord complete. Und hier soll ich jetzt eine Werkbank bauen. Press F to leave home. Ach so, da ist der Ausgang. Alles klar. Jetzt muss ich nur gucken, was ich hier basteln kann oder auch nicht. Wo kriege ich eine Werkbank weg? Das ist die nächste Frage, ne? F1 ist ein Fenster, oder? Ah, Construction Workbench gibt's da. Alles klar. Meine Welt ist eckig, oder wie sehe ich das? Oder das Territorium ist eckig, okay. Dann würde ich das jetzt einfach mal hier erstmal in diese Ecke stellen wollen. Okay. Ach, Rechtsklick ist Delete. Na dann. Ich wollte es nicht deleten, ich wollte einfach nur nichts bauen. Create Blocks. Okay, das ist dann der Baumodus. Aber da wir wahrscheinlich kein Material haben, können wir auch nichts bauen, ne? Wie wir das hier so sehen, ne? Okay, 4 von 10. Ich bräuchte da also mehr von. Hier braucht man Slimestone. Und wie ihr seht, braucht man von dem allen was, was ich aber überhaupt noch nicht habe. Close is it. Entschuldigung. Close is escape. Und jetzt müssen wir gucken, können wir denn hier so einen Baum umhauen? Okay, er ist weg, aber ich habe nichts gekriegt, oder? Received Birchwood. Birkenholz habe ich bekommen. Gucken wir mal rein. Birchwood Block habe ich jetzt hier 10. Okay, dann können wir aus dem den machen. Create machen wir doch mal, oder? So, jetzt haben wir den. Und können wir daraus was anderes machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Ne, da können wir noch nichts raus machen. Gut. Jetzt können wir mal F2 drücken, weil da sind ja die Blöcke. Und dann kann ich hier was bauen mit diesem Block. Okay. Sehr interessant. Ich habe 10 Stück gekriegt, ne? 4 habe ich da jetzt, glaube. Okay. Das waren 8. 10. Ja, geht nicht mehr. Aber wir haben schon mal hier so einen Fensterrahmen, unteres Geschoss sozusagen gebastelt, oder? Achso, das war Delete, mehr rechtsklicken und ich glaube F2 nochmal drücken, dann komme ich wieder da raus. So, das bedeutet, okay, das ist ja sehr interessant, wenn man zu sehr an den Rand der Karte kommt, dann geht's gleich ab, wie ihr sehen. Das ist jetzt also nicht meins. Ja, irgendwie möchte ich den ja loswerden, aber habe jetzt gerade solche tollen Hände in der Hand. Ah, jetzt kommt dieser Stock wieder. Okay, jetzt habe ich wieder den zerstört, aber der Birchendings flog noch da rum. Weak Soul Essence, okay. Okay, und dann haben wir sogar 2 gekriegt. So, das bedeutet, wir können an der Workbench wieder was bauen. Und zwar das hier wieder. 4 Stück haben wir diesmal. Okay. Und dann können wir wieder zu unserem angefangenen Haus gehen. Und schauen, dass wir das weiterbauen.
Das ist die Frage, wie hoch ich das mache. Ich glaube, ich muss mir, warte mal, wenn sie da so vorsteht, ne? Dann würde ich sagen, ist das Fenster schon so passend, naja. Wir bauen das jetzt einfach mal so ein bisschen auf, um zu gucken, wie das so wird. Ist natürlich schwierig, wie wir gerade schon wieder feststellen, ne? Ach so, da hat er gar nicht gebaut, okay. Jetzt aber. Jetzt müssten wir mal gucken, dass wir hier noch so einen Boden reinkriegen, oder? Und da ist schon wieder das Problem, dass der Boden nicht geht, oder was? Da geht kein Boden hin. So machen wir unser Häuschen jetzt hier. Kann ich irgendwo... Ah, einen habe ich noch. Oder? Nee, ist wohl jetzt schon alle. Gut, wie wir sehen, so baut man Häuser oder so ähnlich. Wir können hier, ah doch, wir können da sogar rübergehen und dann sind wir, okay, in einem Bereich, wo wir aber nichts bauen können wahrscheinlich. Diese Birke sieht etwas dicker aus, dann hauen wir die doch mal um. Aber... Die ist viel widerstandsfähiger, oder wie ist das? Oder geht gar nicht kaputt? Hm, sieht so aus, als ob man das nicht kaputt kriegt. Das ist doof, ne? Gucken wir mal, dass wir diesen Baum kriegen. Ja, da passiert's. Das müsste wohl dann irgendwie in unserem Bereich sein, oder was? Und da bin ich schon wieder am Rand der Karte, der Insel. Und fliege wie so ein Held durch die Gegend. Der geht auch. Oh. Ist nur die Frage, wie kriege ich das aufgenommen, während ich hier durch die Gegend fliege, ne? Ja, super, oder? Ja, das bringt einem ja ganz viel, wenn da man so durch die Gegend fliegt und keine Chance hat, das da aufzuheben, was da liegt, ne? Vor allem, wenn ich langsam klein ein bisschen weiter rücke. Und warum habe ich jetzt wieder diese Hände? Kann mir das einer erzählen? Okay, und jetzt komme ich wieder an den Rand. Passt auf. Nein, ich habe schon aufgehoben. Alles klar. Was ist das? Weiß ich nicht. Hm, geht irgendwie nicht kaputt. Das geht kaputt. Okay, das hier ist hier unser Hausnummer. Was das ist, weiß ich nicht. Kann ich auch nicht auswählen. Gehen wir mal zu unserer Workbench-Nummer. Gucken da rein. Ja, irgendwie kann man nichts machen, außer das. So. Jetzt habe ich die Dinger ja, aber da kann ich nichts weiter raus bauen, oder wie sehe ich das? Ja, sieht so aus, als ob wir sonst nichts machen können, außer Blöcke zurzeit. Ja, gut. Wir können ja mal da vorne hingehen, wenn wir da hinkommen. Da gibt's eine Wolke, dann würde ich da hingehen können, aber vielleicht finde ich einen anderen Weg besser. Okay.
Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht runterfalle, ne? Okay, da sieht's aus, als ob da Stein liegt, wenn denn Stein ist. Sieht nach Stein aus. Wenn's denn das ist, da oben ist irgendwo eine Zeit, die da runterläuft. Bis ich wahrscheinlich diese Schmerzen an der Hand verliere oder was. Habe ich jetzt was gekriegt oder nicht? Das ist die Frage. Da vorne ist auf jeden Fall was anderes. Keine Ahnung was. Ist das hier jemand anders sein Privatbesitz und ich kann das sowieso nicht abbauen? Hm. Create White Brick Block und Create Birchwood Block. Habe ich doch schon gemacht. Sehr schön, ne? Kann ich denn hier die Birke abhauen? Ne, sieht nicht so aus. Das bedeutet wiederum, ich kann das wahrscheinlich nur auf meiner Insel machen, oder was? Ja, das wäre voll doof, oder? Ich hoffe, dass da drüben ist meine Insel, weil sonst habe ich mich schon gleich verlaufen. Da gibt es einen Weg. Okay, und hier ist irgendwie eine Wolke. Da habe ich nicht gebaut. Wahrscheinlich eher da irgendwo. So, dann geht die Reise mal auf diese Scholle. Was ist das? Hm, keine Ahnung. Kann ich das abbauen? Da ist irgendwie wieder ein Cooldown. Ah, jetzt habe ich meinen Stock wieder. Aber ich krieg da nichts weg. Ist schade, ne? Da kann man durchlaufen, dann wird das anders. Was ist denn sonst noch so hier? F6, was ist ein F6? F5, Birchwood Block. 4. Ach, da schau her, da gibt es verschiedene Formen. Alles klar, muss man auch erstmal wissen, ne? Wenn man da unten auch hingeguckt hätte, dann hätte man das auch gekannt, ne? So, ganz normaler Block. Okay. Na dann. Finden wir am besten unser Zuhause, weil wir können ja hier sowieso nichts abbauen, so wie das aussieht, ne? Jetzt ist die Frage, von wo sind wir gekommen? Ich glaube, von hier. Ja, ich glaube, wir sind von da gekommen. Springen mal nach da. Und dann springen wir hier drauf. Und keine Ahnung, ob das jetzt unsere Heimatscholle da ist. Da ist auf jeden Fall eine Wolke. Sieht nicht so aus. Voll doof. Haben wir uns schon mal gleich verlaufen, ne? Ist da oben irgendwo in unserer Heimat? Nein, sehr gut. Ja. Ich erkenne auch gerade nicht unsere Scholle. Okay, wir sind auf jeden Fall hier, wo hier schon einer eine Benchmark gemacht hat und hier gibt es auch so ein Tor. Kann man das benutzen? Ne, ne? Naja, geht nicht.
Ja, das ist jetzt wieder doof. Ja, ich sehe nirgendwo, wo ich bin. Wo ich hergekommen bin. Das ist nicht meins, das ist nicht meins. Ja, springen wir mal nach da. Das ist auch nicht meins hier. Ist ziemlich doof, ne? Wenn man nicht weiß, wo man zu Hause ist. Das weiß ich auch nicht. Da, ne, oder? Ne. Komm mal nochmal auf so eine Wolke und los geht's, oder? Ja, das ist verloren, ne? Im Nirgendwo. Also hier sind wir auch nicht richtig, oder? Nö. Gibt es eine MW-Map? Ja, gibt es. Aha, da ist unser Zuhause. Krass, dann brauchen wir nur noch da weiter. Okay. Nochmal Map gucken. Ja, zwei Inseln weiter sind wir schon zu Hause. Entweder die oder die da hinten. Die da hinten wahrscheinlich. Okay, irgendwie haben wir uns wohl noch gerettet. Ja, das ist unsere Heimatinsel. Naja, dann geht's ja, ne? Ja, sind wir hier schön cool durch die Gegend gesprungen. Und können jetzt hier noch ein bisschen weiter bauen. Oder auch nicht. So, F3. Sind solche interessanten Steine sogar, okay. Da gibt es also ganz viele verschiedene Baumöglichkeiten, wie wir gerade sehen. Da kann man sich so richtig auslassen. Wahrscheinlich sind die jetzt schon einmal durch. F3, nee, F4 war das. Sind dann solche Sachen wie Stufen und sowas. Okay. Das sind Pilze, die hier wachsen. Okay. Hier gibt es kein Holz. Dann machen wir F4 aus und wir liefen unser Home und gucken mal. Ach so, das sind hier dann auch noch die Biome. Blue Shark Island, Leonard Island, okay. Das ist aber schon hier, kann man raussuchen? Ja, kann man auch, okay. Und hier sind wir wahrscheinlich gestartet, ne? Teleporto Orsan. Ach, da brauche ich solche Diamanten für, um da hinzukommen. Alles klar. Dann wissen wir da schon mal Bescheid, ne? Ah, das ist das Castle. Da wollen wir hin. Da sind wir auch angefangen, glaube. Auf jeden Fall ist der Jump Free. Da unten muss man Diamanten sammeln, um da hinzukommen. Sehr interessant gelöst. Okay, da ist Orvus. Danke, dass du wieder da bist, Orvus. Jetzt ist nur die Frage, was geht hier oder was geht hier nicht. Da ist ein Schweinchen. Little Highbore. Naja, ein Schwein ist es nicht, ne? Was ist denn, wenn ich da F drücke? Okay. Ach, da ist ein Schlüssel, der mir fehlt. Steht da links. Einen magischen Schlüssel brauchen wir sogar, okay. Hier ist eine Crafting Bank. Okay, keine Ahnung. Bringt uns jetzt nicht weiter. Gut, da kann man hochgehen.
Die nächste Kiste brauchen wir wahrscheinlich auch wieder einen magischen Schlüssel. Hier geht's in den Keller. Nee, nur nach unten und dann da durch. Auch sehr interessant. Ah, hier laufen irgendwelche Viecher rum. Da auch. Jetzt ist die Frage, kann ich hier die Birke umhauen? Wohl nicht. Wie komme ich denn an Rohstoffen dann, bitteschön? Kann ich mit Schiff schneller laufen? Ne, mit Steuerung. Kann ich nur so ein Zielkreuz dann machen. Okay, was ist hier los? Interessante Viecher oder was? Okay, da kann ich was angreifen oder was? Ach, jetzt sind meine Hände schon wieder gefesselt. Aber da haben wir gerade was runtergehauen, ne? Was ist ein Kuh? Okay. Kuh hat jetzt einen Cooldown, okay. Wieder ein Kombo. Und jetzt sind mir wieder die Hände gefesselt. Sehr schön. Kuh. Und jetzt ist er kaputt. Aber es kam sofort ein neuer, hat uns also wirklich so gut wie gar nichts gebracht. So, jetzt ist die Frage. Left Control. Gaza. Ach, jetzt sind wir hier sowas ganz Cooles wahrscheinlich. Can't use Tool hier, okay. Can't use Tool da. Kann ich da das Tool usen? Nee. Aber wir haben schon wieder was gelernt. Das ist schon mal cool. Okay, das machen wir. Oh, warte mal, da gibt es ganz viele Einstellungen. Wir haben Stuck, World Map, Character, Inventory. Settings. Da kommen wir nochmal in die Settings. Graphic High, Shadow Quality Low, Texture Quality High. Mind Occlusion, SSAO. Okay, Light Scaling, Pausing, Fog, Grass, Wind, Fullscreen. Nee, lassen wir im Fenster besser. Audio, okay. Und Gameplay. Und gibt es auch irgendwo Tastaturlayout? Leider nicht, ne? Na dann. Lassen wir das. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Bringt uns ja jetzt hier nicht so ganz so viel, ne, oder? Was ist T? Gute Frage. Dick. You cannot build, break and mine resources here. Okay. Aber ich kann da was abbauen. Ah, ich habe was gekriegt, Alter. Guck mal hier. Bestimmt Iron Ore, oder? Ja, genau so ist es. Richtig viel. Cool. Das ist ja cool. Das bedeutet weitermachen hier. Bitte noch mehr davon. Okay, jetzt habe ich irgendwelche Bäume auch noch gekriegt. Auf ganz intelligente Weise. Okay. Guck dir das an, was man da alles kriegen kann. Da ist alle. Kann ich da auch reinfallen? Nö. Und da gibt es noch mehr. Dicken kann ich hier nicht. Aber ist jetzt auch nicht schlimm, weil ich jetzt ganz viel gerade geholt habe, ne? Das bedeutet, wenn das das war, was ist das? Kann ich nicht usen, weil es mir nicht gehört. Aber dieses hier vielleicht, ne? Geht auch nicht. Was ist das? Das ist bestimmt wieder Eisen, der geht. Ja, und da kriegen wir richtig was raus. Und das ist ein Tier. Simple Gem. Geht nicht. Kann ich denn jetzt so einen Baum auch abgasern? Ja. Und so kommt man dann wahrscheinlich sogar an mehr.
Holz. Das sieht doch nach Stein aus, oder? Iron Ore, alles Iron Ore. Ja, hier ist ein Kampfplatz oder was? Sehr interessant. Dummy. So, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob wir dieses komische Ding-Gebilde dann auch gasern können. Nee, geht nicht. Geht auch nicht. Noch ein Dummy. Okay. Macht er was? Weiß ich nicht. Geht nicht. Wahrscheinlich zu niedrigen Level oder so. Ja, das ist schon mal cool, oder? Ja, aber ich würde sagen, das war jetzt ein Vorgestellt in der ersten Runde sozusagen. Wir schauen dann mal, dass wir das Vorgestellt nochmal in einer weiteren Runde natürlich auch noch machen, wo wir dann schlauer sind und besser zu unserem Zuhause finden. Und ja, da kümmern wir uns dann in der nächsten Folge drum, denke ich mal. Und wir sollen Talk to Gaster machen. Der befindet sich hier irgendwo im Haus. Und Create Birchwood Block, das haben wir, glaube ich, schon gemacht, aber das andere haben wir noch nicht gemacht, ne? White Brick Block haben wir noch nicht geschafft, aber wir können ja mal gerade erst noch ganz schnell bei dem Typen da vorbeigehen. Und gucken, wo der ist. Der ist da, 52 Meter. Gehen wir doch mal hier unten lang, oder? Und wo ist der dann? 22 Meter. Da unten ist er, okay. Den Quatsch mal gerade nochmal voll. Ich glaube, wir müssen andersrum stehen, oder wie sehe ich das? Ach, wir müssen wahrscheinlich das ausmachen und dann talken. Gaster, Undead Guard. You have a business with me. Pretty sure I can fight. Thank you very much. Ach, Training, okay. Okay, well. Einen wirklichen Kampf. Dummies destroyen. Also, die sind da oben, die Dummies, die haben wir ja gesehen. Hier gibt es noch diese schönen, schicken Steinchen, die wir jetzt mal gerade schnell noch aufsammeln, weil die können wir fürs Jumpen brauchen, glaube. Und ist ja auch nicht schlecht. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, ach so, durch das Gate da sind wir gegangen, ne? Das heißt, hier ist unser Anlaufplatz. Um in das Tor zu kommen. Ach, guck mal, hier kommen gerade schon diese schicken Steine wieder. Dann gehen wir doch nochmal auf unsere Heimatinsel. Ah, Rendering. Okay, World. Na dann, jetzt habe ich gedacht, das geht schnell, aber geht doch nicht so schnell. Aber 71 sind wir schon und da sind wir jetzt in unserem Ziel angekommen. Laufen einmal zu unserer Workbench. Press an F. Und dann sehen wir Simple Gem. Okay, einen Iron Ore Block können wir dann machen. Und davon schon mal reichlich. Und wenn wir die reichlich haben, können wir mal gucken. Achso, dann können wir die einzeln auswählen. Aber sonst können wir noch nichts machen, ne? Und es geht nichts anderes, oder? Kann man den Slider hier auch anpacken? Ja, kann man. Gut. Kannst ja nur das hier so weitermachen. Ah, jetzt geht nichts mehr. Aber da haben wir auch noch welche gesammelt. Dann machen wir die auch noch gerade fertig. So, dann haben wir das hinter uns. Und wir müssen wahrscheinlich dann weitere Aufgaben machen, sonst kommen wir hier gar nicht zu Rande, wie ich so sehe. Wir haben aber zwei Äpfel, die wir essen können. Auf Taste 2 gibt es einen Apfel. Gut, dann geht's uns auch besser. Keine Ahnung, ob es uns schlecht ging. Create Big Wood Block. Ja, weiß ich auch nicht. Den haben wir ja schon gemacht, den Birchwood-Block, oder? Naja, okay. Ich würde sagen, wir machen hier erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare reinschreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Und teilt auch gerne das Video auf anderen Kanälen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.